Hallo liebe Handballfans, mein Name ist Robert Devantier und bin Spieler der ersten Männermannschaft des LAV Hoyerswerda. Ich lade euch recht herzlich an diesem Samstag zum Spiel gegen die SG Leipzig-Zwenkau in die Halle im Berufsschulzentrum ein und hoffe auf eure Unterstützung. Der Lausitzer Handballverein Hoyerswerda wird freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH. Wir machen das. Jetzt beruflich fortbilden zum Bilanzbuchhalter, Betriebswirt, Handelsfachwirt oder jetzt neu zum Wirtschaftsfachwirt mit IHK-Abschluss. Auch die Förderung durch Meister BAföG, Bildungsprämie, Bildungscheck oder Bildungsgutschein ist möglich. Jetzt informieren und bewerben an der Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda. Telefon 20 90 65 und im Netz unter zusack.de. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Montag, dem 2. November. Unterkünfte von Flüchtlingen in Sachsen sind am Wochenende wieder Ziel von Anschlägen geworden. In der Nacht zu Sonntag warfen Unbekannte einen Sprengkörper auf eine Unterkunft in Freital. Dabei wurde ein Bewohner verletzt. Innenminister Ulbich verurteilte den Anschlag aufs Schärfste. Ungeachtet dessen reißt der Zustrom von Flüchtlingen nach Sachsen nicht ab. Nach mehreren Brandanschlägen auf geplante Asylunterkünfte am Wochenende laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. In Dippoldiswalde ist eine Containersiedlung vollständig ausgebrannt. Der Schaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro. Das operative Abwehrzentrum hat die Ermittlungen übernommen. Auch in Kossebaude stand ein ehemaliges Hotel in Flammen und ist nicht mehr bewohnbar. Wir hatten bei Anfahrt Feuer im ersten und zweiten Obergeschoss sowie im Erdgeschoss auf Sicht bei Anfahrt, sodass uns klar war, dass hier ein Brand auf den Etagen sich voll entwickelt hatte. Wir mussten aber den Verdacht des leerstehenden Gebäudes als erstes bestätigen, da auch solche Gebäude oft von Obdachlosen genutzt werden, mussten wir hier neben der Brandbekämpfung unverzüglich auch die Personensuche zur Sicherheit durchführen. In der wöchentlichen Pressekonferenz der Stabsstelle für Asyl wurden die Vorfälle wenig thematisiert. Nach Ausschreitungen am Wochenende in Merane wird die Einrichtung von Schutzzonen um Bahnhöfe und ankommende Flüchtlingszüge nicht ausgeschlossen. Die Zahlen an ankommenden Flüchtlingen in Sachsen steigen auch weiterhin stetig an. Wir haben am Freitag 508 im Zugang gehabt, davon 331 aus Bayern, also im Rahmen des Deutschlandausgleiches. Am Samstag 765 im Zugang, davon 697 im Rahmen des Deutschlandausgleichs. Das war der Zug, der in Zwickau ankam und von wo aus dann die Abverteilung in das Land hinein erfolgte. Und am gestrigen Tage von 762, davon 686 im Rahmen des Deutschlandausgleiches, das war der weitere Zug, der dann in Merane hier einging. In der letzten Woche sind insgesamt 4.000 Flüchtlinge in Sachsen angekommen, was in dieser Woche voraussichtlich noch mehr sein wird. Bis Freitag waren es in Sachsen rund 15.000 Plätze für Asylbewerber, welche aber innerhalb des Wochenendes auf 16.000 angestiegen sind. Um die Unterkunft der ankommenden Flüchtlinge sicherzustellen, wird auch in den nächsten Tagen aktiv nach neuen Möglichkeiten der Unterbringung gesucht. Was sonst noch heute wichtig ist, erfahren Sie gleich in den Nachrichten.
Gesamtausscheid der Cheerleader Olympics. Begrüßen Sie die Herausforderer und den amtierenden Champion. Ich bitte um Ruhe, die Mannschaften formieren sich. Halten die Bänke, was sie versprechen. Eine gewagte Formation. Schnell zum nächsten. Links nach links. Oh je, das schaut auch nicht sehr stabil aus. Schauen Sie sich dieses Chaos an. Und wieder ragt eine Bank heraus. Die Ostsächsische Sparkasse Dresden. Wir gratulieren zum Sieg beim Bankentest von Focus Money. Fellwochen im Skoda Autohaus Schiefelbein in Hoyerswerda und Senftenberg. Alle Fahrzeuge vor Ort, jetzt zu radikal gefällten Preisen. Verdammte Axt, ist das günstig. Autohaus Schiefelbein, Ihr Skoda-Vertragspartner in Hoyerswerda, Gewerbegebiet Naht und Senftenberg an der Briesker Straße. Skoda, simply clever. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von den Socken. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Die Hoyerswerda Wasserwacht hatte auch in diesem Sommer gut zu tun. Rund 60 Einsätze haben die 35 Ehrenamtlichen in Losa, Bernsdorf, Laubusch oder Geierswalde absolviert. Nun ist der Sommer vorbei, von Ruhe kann aber keine Rede sein. Eigentlich ist die Badesaison schon längst vorbei. Für die Wasserwacht darf es jedoch keine Pause geben. Mit dem neuen Schuljahr begannen auch die Trainingseinheiten im Lausitzbad. Die rund 170 Mitglieder der Wasserwacht wurden so gestaffelt, dass immer zwei Gruppen gleichzeitig trainieren und eine Gruppe in Sachen Erste Hilfe geschult wird. Schließlich ist die Wasserwacht nicht nur dazu da, um Rettungsschwimmer für verschiedenste Veranstaltungen bereitzustellen, sondern alle Mitglieder sind ebenfalls Sanitäter. Ja, was heißt, wir trainieren, wir wollen den Kindern das Schwimmen nicht unbedingt beibringen, dafür haben wir keine Kapazitäten, aber das Schwimmen festigen, ein bisschen auf Technik achten, dann kommt bei uns noch dazu, gegenüber den anderen Schwimmvereinen, das Tauchen, das Retten, das Schleppen, solche Disziplinen dazu oder Flossenschwimmen oder Sachenschwimmen, was teilweise ja bei anderen Vereinen nicht gemacht wird, was bei uns aber notwendig ist. Um für die nächsten Einsätze gewappnet zu sein, werden alle Techniken ausführlich trainiert. Dazu eignet sich die Wintersaison am besten, da man in der Schwimmhalle wetterunabhängig bleibt. Also bei uns steht immer der Spaß im Vordergrund. Natürlich soll es auch ein bisschen einen Effekt bringen. Aber wir trainieren eigentlich für den Ernstfall, was hoffentlich nie eintritt, was aber leider hier und da mal passiert, wo man sagen kann, okay, man weiß, wie man handeln muss und auch nicht selber in Gefahr sich begibt. Neben dem Trainieren, Helfen und Retten geht es darum, ein Team zu bilden. Naja, das Schönste ist eigentlich, wenn wir alle zusammen, zum Beispiel beim Weihnachtstreffen oder beim Abbaden zusammen sind. Ja, naja, das sind mit auch die wichtigsten Sachen, die wir alle so zusammen mit der Wasserwacht machen, oder dem Sommercamp dann im Laubischer Bad dann. Dass man Menschen helfen kann. Eigentlich sind die schönsten Erlebnisse immer die Sommerfeste, weil das ist 3 Tage am Stück, wo eigentlich alle Mitglieder da sind. Und da ist eigentlich am lustigsten. Naja, wir waren mal in so einem Ferienlager, in einem Camplager. Und dort haben wir alle die ganze Woche in der gezeltet und konnten den ganzen Tag ins Freibad. Also wir hatten ziemlich viele aufregende Momente und schöne Momente in der Wasserwacht. Gerade so, was Sachsenmeisterschaften betreffen, finde ich immer ein schönes Erlebnis. Weil man ist mit klein und groß unterwegs und hat sportlich Erfolge. Aber man wächst auch in der Mannschaft zusammen und hat ziemlich viel Spaß. Das 24-Stunden-Schwimmen ist immer sehr lustig hier in einem Schwimmbad. Und auch so, wir machen sehr viel außerhalb der Wasserwacht. Waren letztens im Februar in Thüringen in der Nähe dort. Da waren wir mal klettern als Ausflug. Und das Klettern war aber unter Tage. Und ja, machen halt ziemlich viel außerhalb der Wasserwacht und in der Wasserwacht. Und es ist halt alles ziemlich familiär, was ich auch super finde. Und deswegen bin ich hier. Die Mitglieder arbeiten alle ehrenamtlich. Für die Absicherung der Strandbereiche bzw. von Veranstaltungen bekommt der Verein zwar Geld, dies reicht aber bei weitem nicht, um die nicht unerheblichen Kosten für Training und Ausrüstung zu decken.
Unsere Bootstechnik, die wir in Einsatz bringen für die Absicherung, zum Beispiel im Triathlon oder im Katastrophenschutz bei Hochwassern, ist total veraltet und sehr anfällig an Schäden und ist im letzten Hochwasser uns auch einmal ausgestiegen, mitten auf der Elbe, was schon sehr gefährlich für uns war. Wir suchen gerade Gelder für eine neue Bootstechnik und da reden wir über eine Summe von 90.000 Euro, die ich vom sechsjährigen Mitglied natürlich nirgendwo herkriege, ist klar. Deswegen hoffen wir auf die Partner aus der Region, dass vielleicht der eine oder andere sagt, ich würde mal unter die Arme greifen. Von diesem Problem relativ unbelastet sind die Kinder und Jugendlichen. Trotzdem haben sie sich für ihr Engagement bei der Wasserwacht nicht ohne Grund entschieden. Ich habe vorher einen anderen Sport gemacht und da habe ich halt aufgehört. Und da ich halt trotzdem Sport machen sollte, von meinen Eltern aus, haben sie mich halt dazu überredet, hierher zu kommen. Und da ich mir das so am ersten Tag angeguckt habe und mir das sofort gefallen hat, habe ich halt dann angefangen, hier mitzumachen. Und da bin ich halt seit 2008 Mitglied. Naja, also ich gehe gerne halt schwimmen, auch so in der Freizeit. Und mein Bruder hat das gemacht und der hat dann gefragt, ob ich daran interessiert wäre. Ja, wir sind hergezogen, da hatte ich erstmal andere Sportaktivitäten gemacht. Ja, und da kam ich durch einen Freund noch, hat gesagt gehabt, naja, probier doch mal die Wasserwacht aus, Neuerswerda. Ja, und da habe ich halt ihm die ersten drei Probetrainings gemacht und hat mir sofort gut gefallen. Alles klar. Ich mag schwimmen. Und ja. Ganz einfach. Und zwar hat er sich die Wasserwacht Hoyerswerda beim Klinikum Hoyerswerda beim Tag der offenen Tür vorgestellt. Und ich war damals noch vereinslos, war mit mir selber nicht so zufrieden, hatte einen dicken Wanz vor mir zu schieben und dachte, ja, ein bisschen Sport muss ich machen. Fußball hat mir nicht so gelegen. Dann kam ich in die Wasserwacht, wurde super aufgenommen. Und seitdem denke ich, also Fußball kann jeder, schwimmen können nur die Besten. Und deswegen, also macht mir super viel Spaß hier und... Wer Lust hat, mal vorbeizuschauen, kann sich unter wasserwacht-heuerswerda@freenet.de melden oder dienstags um 17 Uhr einfach mal vorbeikommen. Ministerpräsident Tillich hat heute in Dresden Kommunalpolitikern der ersten Stunde für ihr Engagement gedankt. Tillich verwies darauf, dass bereits am 1. April 1990 engagierte Bürger sowie alte und neue Kommunalpolitiker den Sächsischen Städte- und Gemeindebund gründeten. Die Mandatsträger seien damals zum Großteil hochmotivierte politische Neulinge gewesen. Mehr Aktuelles vom Tage haben wir jetzt für Sie zusammengestellt. Seit ein paar Tagen wird am ehemaligen Fußgängertunnel unter der Spremberger Chaussee am Verfüllen gearbeitet. Die Tunnelportale, der Technikraum sowie Treppen und Rampen verschwinden zumindest schon auf der WK10-Seite. 210.000 Euro kostet das Ganze, von dem die Stadt 120.000 Euro zahlen muss. Gebraucht wird der Tunnel schon lange nicht mehr, der Abriss hat die beiden damit verbundenen Wohnkomplexe deutlich geleert. Bis Mitte Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Babyklappe in Bautzen ist ab sofort geschlossen. Sie war 2009 von den Oberlausitz-Kliniken in Betrieb genommen worden. Sie kam aber nur in wenigen Einzelfällen zum Einsatz. Den Betreibern war klar, dass Babyklappen in einer rechtlichen Grauzone arbeiten und deren Wirksamkeit auch durchaus umstritten ist. Inzwischen sind die rechtlichen Rahmenbedingungen der sogenannten vertraulichen Geburt geklärt und damit wurde für Frauen in Not die Möglichkeit geschaffen, unter sicheren Rahmenbedingungen ein Kind auf die Welt zu bringen und dieses zur Pflege und Adoption freizugeben. Damit sei die Notwendigkeit einer Babyklappe nicht mehr gegeben. Am 9. November wird mit dem Abriss der Gleisanlagen zwischen Losa und Nieski offiziell begonnen. Rund 30 Kilometer sollen dort verschwinden. Die Maßnahme gehört zum Gesamtkomplex der Elektrifizierung der Strecke Horka-Polnische Grenze. Begonnen wird mit dem Rückschnitt der Gehölze und dem Abtransport der Gleise. Im Anschluss folgen der zweispurige Ausbau. Zum Starttermin können sich auch Interessierte umschauen. Von 11 bis 14 Uhr geben Bahnbeauftragte am Übergang Losa Friedersdorf Auskunft zum Vorhaben.
Hochwertige Steuerungstechnik für Windkraftanlagen im Wert von ca. 50.000 Euro wurde jetzt die Beute von Einbrechern. Die Diebe waren gewaltsam in die Betriebsräume eines Windparks im Spreetaler Ortsteil Zerre eingedrungen und hatten aus einem Schaltschrank den Hauptrechner zum Betrieb der Anlage entwendet. Am Gebäude entstand durch den Einbruch ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Der Diebstahl wurde am Samstagmorgen entdeckt. Der Verein der Zoofreunde lädt an diesem Samstag wieder zum traditionellen Frühjahrsputz ein. Treff ist um 8:45 an der Zookasse. Für alle fleißigen Helfer ist ein kleiner Imbiss vorgesehen. Bis zum 22. November wird in Hoyerswerda wieder die traditionelle Haus- und Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge durchgeführt. Sammelbüchsen bzw. Sammellisten findet man beispielsweise im Alten Rathaus oder in den Ortsteilverwaltungen. Der Bund kümmert sich um Soldatenfriedhöfe, deren Pflege und Instandsetzung. Der Aufwärtstrend bei den neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen im Bezirk der Handwerkskammer Dresden hält an. 1.939 neue Lehrverträge konnten seit Jahresbeginn in den Handwerksbetrieben in Ostsachsen registriert werden. Das entspricht einem Plus von 2%. Zu den beliebtesten Berufen bei den neuen Lehrlingen im gesamten Kammerbezirk gehören Kraftfahrzeugmechatroniker, Friseur und Elektroniker. Zukünftig will man noch stärker um Abiturienten und Studienabgänger werben und ihnen die Perspektiven aufzeigen, von der dualen Ausbildung zum Gesellen über den Meister bis hin zum eigenen Unternehmen, heißt es. Ein neues Fördermittelprojekt für die Betreuung und Integration von Langzeitarbeitslose wird jetzt in Sachsen aufgelegt. Die Teilnehmer sollen in einem Zeitraum von bis zu 18 Monaten über ein individuell erstelltes Programm wieder fit für den Arbeitsmarkt gemacht werden. Freie Träger können sich bis zum 7. Dezember für die Durchführung solcher Maßnahmen bei der Sächsischen Aufbaubank bewerben. Das Fördermittelprogramm läuft bis 2020 und hat ein Volumen von rund 20 Millionen Euro. Der LHV Hoyerswerda konnte die ersten Auswärtspunkte der Saison an diesem Wochenende mit nach Hause bringen. Mit 22:25 konnte sich das Team bei der zweiten Mannschaft des EHV Aue durchsetzen. In der Sachsenliga-Tabelle konnten die Hoyerswerder 3 Plätze gut machen und liegen auf Rang 6. Der HVH Kamenz musste sich in eigener Halle geschlagen geben. Allerdings lief dort auch der bis dato unangefochtene Tabellenerste Concordia Delitzsch auf. Zum Abpfiff der Partie hieß es 23:27. Die Lessingstädter liegen jetzt in der Tabelle auf Rang 9. Die Handballdamen des Sportclubs hatten an diesem Wochenende spielfrei. 7 Minuten, so lautet der Titel eines Filmfestivals in der Hoyerswerda Kulturfabrik. Wir zeigen Ihnen ab heute jeweils montags und mittwochs die eingereichten Streifen. Senden Sie alle guten Wünsche zum Weihnachtsfest oder Ihre Neujahrsgrüße direkt ins Wohnzimmer Ihrer Kundin. Elsterwelle, Radio und Fernsehen machen es möglich. Nutzen Sie die preiswerte Alternative zum Grußkartenversand bei Ihrer Elsterwelle und informieren Sie sich unter Hoyerswerda 42 54 0. I can't see you, but I know you're here. I feel it. You've been hanging around since I got here. I wish I could see your face.
Just look into your eyes and tell you how good it is to be here. Just to touch something. See, that's cold. I feel good. Here, to smoke. Have coffee. And if you do it together, it's fantastic. Or to draw. You know, you take a pencil and you make a dark line. And then you make a light line. And together it's a good line. But when your hands are cold, you rub them together. See, that's good. That feels good. There's so many good things. But you're not here. I'm here. I wish you were here. I wish you could talk to me. Because I'm a friend. Compañero. Aber ich weiß, dass du da bist. Mama! Ich kann das fühlen. Du spuckst dir schon die ganze Zeit herum. Ich wünschte, ich könnte dich sehen. Und sagen, wie schön es hier ist. Den warmen Sand anzufassen. Oder zu malen. Oder warte. Es gibt so viel Schönes. Aber du bist nicht hier. Ich bin hier. Ich wünschte, du wärst hier und könntest mit mir reden. Weil ich dein Freund bin. Das Elsterwelle Kalenderblatt.
Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, am 1. November 1944, wurde in Kamenz über die Elster GmbH in der Tuchfabrik Gebrüder Noske und Co. der sogenannten Herrenmühle ein Außenlager des KZ Großrosen eingerichtet. Die an Entkräftung gestorbenen sowie getöteten Häftlinge wurden in den Heizkesseln der Fabrik verbrannt. Bereits im März 1945 wird das Lager wieder evakuiert. Von den etwa 1000 Häftlingen, die sich in Kamenz befanden und nun auf einen Todesmarsch geschickt wurden, kamen nur 690 in Dachau an. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Zum Computerzirkel lädt am Dienstag das Team des Nachbarschaftshilfevereins um 9 Uhr in das Plauderstübchen in der AWO in der Thomas-Münzer-Straße in Hoyerswerda ein. Und ab 15 Uhr steht ein Spielenachmittag im Stell-Dich-Ein in der Einsteinstraße in Lauter im Programm. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda kann am Dienstag für das St. Martinsfest gebastelt werden. Dies ist von 14 bis 18 Uhr möglich und von 14 bis 16 Uhr gibt es auch Tipps zur gesunden Ernährung. Sport und Fitness werden am Dienstagnachmittag im Jugendhaus Lauter am Lessingplatz großgeschrieben. Die Angebote dort können von 16 bis 18 Uhr genutzt werden. Herbstliche Bastelideen werden am Dienstag im NATZ im Bürgerzentrum Braugasse 1 in Hoyerswerda angeboten. Die Kreativwerkstatt hat dazu von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Im Mehrgenerationenhaus Bernsdorf in der Eisenwerkstraße stehen am Dienstag ab 16.30 Uhr ein Yogakurs und ab 17.30 Uhr Bauchtanz im Programm. Und das Blow-Up-Kino der Kulturfabrik Hoyerswerda zeigt am Dienstag um 17 Uhr den deutschen Streifen Die Kleinen und die Bösen und um 20 Uhr Learning to Drive, Fahrstunden fürs Leben. In der Nacht zum Dienstag klar und stellenweise Nebel, Tiefstwerte plus 2 bis minus 3 Grad, vereinzelt Reifglätte möglich bei einem schwachen Südostwind. Am Dienstag nach örtlicher Nebelauflösung sonnig und trocken bei Höchstwerten zwischen 6 bis örtlich 13 Grad. Bis zum Ende der Woche bleibt uns das ruhige, windschwache Wetter erhalten. Nach Nebel wird es teils sonnig sein, örtlich mitunter auch länger trübe, nachts bei klarem Himmel leichter Frost. Nach der Wochenmitte muss zeitweise auch mit dichteren Wolken, aber höchstens am Samstag vereinzelt mit einigen Regentropfen gerechnet werden. Meist bleibt es trocken. Tagsüber im Dauernebel relativ kühl, sonst bei Sonnenschein für diese Jahreszeit recht mild. Das war die Drehscheibe für Montag. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Bis dahin wünscht Ihnen unser gesamtes Team noch einen schönen Abend.